Jetzt ist Abend geworden in Baden-Baden und es ist Zeit, im Fritz und Felix im Brenners Park Hotel essen zu gehen. Und das mache ich jetzt auch. Hallo, herzlich willkommen im Fritz und Hallo. Felix. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich, danke. Jetzt bin ich mal so gespannt, was wir heute zusammen kochen. Wir machen heute eins unserer Signature-Dishes, das ist das Fritz und Felix Tartar. Wir haben seit Anfang des Restaurants immer ein Tartar auf der Karte in wechselnden Variationen. Wir haben jetzt seit der neuen Speisekarte haben wir uns wieder was Besonderes einfallen lassen. Möchte ich dir gerne heute zeigen. Alles klar. Super, dann einfach mitkommen. Also wir haben hier schon mal ein paar Sachen fürs Tartar vorbereitet. Wir machen das Tartar aus Rinderfilet, ganz klassisch. Wir schneiden es mit der Hand, einfach damit wir ein bisschen bessere Struktur bekommen. Wenn man die Sachen durch den Fleischwolf lässt, wird es oft so schmierig. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das ganz klassisch mit dem Messer zu schneiden. Und haben uns als besondere Zutat dazu die Belper Knolle aus der Schweiz einfallen lassen. Es sind ganz besondere Käse aus der Schweiz. Im Endeffekt ein getrockneter Frischkäse, der mit viel schwarzem Pfeffer und Knoblauch aromatisiert wird. Und den hobeln wir nachher mit dem Trüffelhobel oben über das fertige Tartar drüber. Ziel dieses Restaurants ist Kommunikation. Kommunikation der Gäste untereinander, Kommunikation von Seiten der Köche und auch Seiten des Service mit den Gästen. Wir wollen einfach ein anderes Erlebnis schaffen als dieses steife Restaurant-Erlebnis, wo die Leute am Tisch sitzen, sich nicht trauen, laut zu reden, sondern uns geht es darum, Freude zu vermitteln. Und da haben wir einfach die Reaktion, dass die Leute sowas toll finden, weil sie einfach sehen und spüren, was wir machen. Heute wollen alle Gäste, Sie und ich ja genauso, wenn wir abends weggehen, wenn wir in eine gute Bar gehen, ein Restaurant, wir wollen gute Stimmung haben, wir wollen etwas Schönes essen, wir wollen mit Freunden zusammen sein, wir wollen vielleicht auch teilen. Und das Fritz und Felix greift das in besonders wunderbarer Art und Weise auf. Und das Fritz und Felix ist ein Ausdruck von Zeitgeist. Hochkommunikativ, kontemporär, also zeitgemäß gestaltet, trotzdem elegant, aber auch unprätentiös. Also die Stammgäste finden mit ganz großer Mehrheit dieses Konzept sehr, sehr schön. Es war wirklich ein toller Abend und Wellness für den Gaumen. Also ich kann es Fritz und Felix im Brenners Park Hotel wirklich nur empfehlen.